Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Baldur's Gate 3 im Koop mit Lord Elsmar. Hallihallo. Freunde Sonne, wir nehmen heute, ihr seht es schon auf der linken Seite, wir sind nur drei Personen, wir nehmen, wie hieß sie? Jahira. Jahira! Ja, wir nehmen Jahira mit. Die wartet auf uns schon ganz sehnsüchtig. Auf dem Turm, wo wir in der letzten Folge Dach der Türme des dunklen Mondaufgangs. Wo wir gegen Catherick Thorn gekämpft haben, in einem epischen... Und den Spinnenmann. Und den Spinnenmundmann, ja, der liegt hier noch irgendwo tot, da. Karnis. Ganz... sind Spinnen, wenn die tot sind, liegen die da nicht immer auf dem Rücken und machen die Beine so komisch zusammen? Na, macht er doch. Ja, aber liegt nicht auf dem Rücken. Jahira. So. The General will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was illithid. Follow it below and find him, before he has a chance to subdue the Night Song again. Ich finde ihren Akzent so toll. Wollt ihr nicht sehen, wie es endet? I certainly do. Haben wir schon mal gemacht. Begleitet mich. Lead and I follow, Commander. Oh, ich bin Kommandantin jetzt. Such authority. So. Erstmal durch. Level up! Was ist sie denn überhaupt? Ist sie auch Druide? Druide, ja. Okay, mal gucken, was sie kann. Stufenaufstieg! Druide Level 2. Alter, was hat sie alles? Sie hat hier Spezialisierung verfügbar. Ausgewählte Unterklasse Zirkel des Landes. Können wir das selber machen? Aha. Ich weiß gar nicht mehr, was... Mond. Was wir bei Halzen gemacht haben. Mond, ne? Meine ich auch. Aktion. Mondheilung. Sporenzirkel. Oh, da kriegt ihr hier so heilige Heiligschein aus Sporen. Symbiotische Einheit mit Sporen. Zaubertricks, da kriegt sie Knochenkälte. Er kann zum Bären werden. Ich, ja, und er kann hier natürlich Erholung. Fülle außerhalb von Kämpfen benutzte Zauberplätze auf. What? Auch krass. Kostet eine natürliche Erholungsladung. Ja, aber ist trotzdem krass. Finde ich aber, naja, ich muss sagen, das bringt uns ja nichts. Also sie kann ja keine Zauberplätze benutzen, wenn sie verwandelt ist. Ja. Ist so zweierlei irgendwie, ne? Die Tiere, in die sie sich verwandeln kann, ist das gleiche. Ja. Wollen wir mal Sporen ausprobieren vielleicht? Aber dann kriegt sie keine Zaubertricks, ne? Zaubertricks, da kann man dann selber... Und hier kann man auch nicht Zaubertricks selber. Oh, göttliche Einführung? Oh, Gift versprühen! Da hätten wir es doch. Ja, das hat Hals und Rauch. Ja, ich weiß. Wollen wir sie zum Sporenzirkelwesen machen? Ja. Entfessle eine Wolke nekrotischer Sporen auf ein Ziel. Hierfür ist eine Reaktion erforderlich, sodass in diesem Zug keine andere Reaktion ausgelöst werden können. Okay. Das ist ja quasi ein Zaubertrick. Ja, es da kostet ihre Reaktion. Aber ist quasi nochmal ein Bonus-Zaubertrick. Genau, es ist wie eine Bonus-Aktion, nur... Ja. Und symbiotische Einheit. Erhalte 8 temporäre Trefferpunkte und bewirke zusätzlich nekrotischen Schaden, solange du sie hast. Wirke Heiligschein aus Sporen mit doppeltem Schaden. Heiligschein aus Sporen? Aha, okay, krass. Die symbiotische Einheit endet vorzeitig, wenn du Tiergestalt einsetzt. Ja, das ist klar. Und sie kriegt nekrotisch, also sie kriegt Knochenkälte. Machen wir sie zu Sporenfrau, oder? So, dann hat sie noch vorbereitete Zauber. Da ist die Frage, was wir bei ihr jetzt hier machen. Wechseln das ja eh noch 20 Mal durch. Wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, damit ist sie erstmal relativ gut aufgestellt. Ja. Donnerwoge. Diese gute Beere. Ah, ja, ja. Ah, da muss man immer diese Beeren essen. Das kostet aber auch eine Aktion, das zu essen, oder? Eine Bonusaktion. Das ist wie ein Heiltrank trinken, ja, glaube ich. Und 1 bis 4 Trefferpunkte ist nicht so krass, muss ich sagen. Lange Schritte. Feenfeuer. Alle Ziele im Licht werden sichtbar. Alle Ziele im Licht werden sichtbar und Angriff. Aha. Nebelwolke. Tierfreundschaft, damit kann sie... Ja, Tierfreundschaft wäre auch krass. Person bezaubern.
Wasser erschaffen oder zerstören. Als normale Aktion. Nee, vorbereitete Zauber. Ja, muss vorbereitet sein. Alle Stufe 1 Zauber. Keine weißt Aktion. Du? Ja, da steht doch bekannte Zauber Stufe 1. Ach da, Stufe 1, da. Ach Mist. Verwandlungszauber des ersten Grades, ja okay. Nimm mir heute meine Vorfreude. Ja, wir nehmen das so, ne? Wir gucken mal, was sie hier kriegt noch. Stufeaufstieg, Stufe 3. Zweimal Klassenmerkmal, neue Zauber. Okay, vorbereitet. Hä, zwei kriegt sie auf jeden Fall, das sind die. Blindheit kriegt sie. Und sie kriegt Gedanken wahrnehmen. Konzentriere dich, um die Gedanken mancher Kreaturen zu lesen, wenn du mit der Kreatur redest. Das wird sie wahrscheinlich nicht machen. Unwahrscheinlich. Okay, vorbereitete Zauber. Was ist das hier? Dornenwuchs, das kennen wir schon. Ist eigentlich ganz geil. Metall erhitzen ist eigentlich auch nice, ne? Rindenhaut. Ich würde ihr schwache Genesung würde ich wegmachen. Ich weiß nicht, ob wir die Bohnenstrahl Schaden zufügt, Strahlen betritt oder ihn Zug. Und das konnte man bei jedem Mal wieder neu machen oder so? Ja, bei jedem Zug, glaube ich, einfach so nochmal neu setzen. Kostet, glaube ich, auch nichts dann. Ah, um den Strahl 18 Meter zu bewegen. Das würde ich mal machen. Vielleicht. Ja, das scheint schon ziemlich mächtig. Und ich würde die Bären vielleicht auch rausnehmen. Wir können auch Heiltränke trinken, oder? Ja, wenn wir welche haben. Klamme Sphäre. Ein paar haben wir. Attribut verbessern, Flammenklinge, Windstoß, Person festhalten, auch eigentlich, ne? Dunkelsicht. Oh, Metall erhitzen vielleicht? Waffen fallen lassen? Ja, machen wir mal. Weiter geht's. Oh, jetzt kriegt sie hier noch ein Merkmal. Dann machen wir sie C. Oh, was wird sie denn hier? Tiefenrost. Okay. Zaubertrick. Oh, sie darf einen neuen Zaubertrick lernen? Göttliche Führung? Ja, den Finger. Den Finger rein, ne? Den Finger hier. Vorbereitete Zauber, den jetzt nicht. Die Dorn? Was ich hasse von den Dorn gehalten? Die sind schon geil, aber ich komme halt auch nie wieder an die Gegner ran. Ja. Und das hält 100 Züge lang. Aber ich kann es ja auflösen. Ja. Ja, kann man machen. Oder wir holen die Feuerkugel. Flammende Sphäre? Haben wir auch noch gar nicht gesehen, ne? Ja. Okay, dann nehmen wir die. Und ein Talent. Wir machen sie C, oder? Ja, alles immer C. C sollte man schon mitnehmen. Oh, was kriegt sie jetzt? Die elitären Profispieler würden bestimmt was anderes empfehlen, aber... Ja, gut. Das sind wir ja nicht. Sie darf auch Tote beleben. Sie darf gasförmige Gestalt. Verwandelt dich oder ein Verbündeten in eine winzige Gaswolke, die nicht fallen kann und durch kleine Öffnungen passt. Oh. Auch nice, okay. Krass, Zauber vorbereitet. Tageslicht nehmen wir nicht. Ich würde auf jeden Fall Blitz mitnehmen. Blitze herbeirufen ist mega. Noch irgendwas von ihrem Druiden-Ding bekommen. Wie? Da war irgendwas, das sowas Blaues wieder. Ach, wilder Schlag. Nach einem waffenlosen Schlag in Tiergestalt kannst du einen zusätzlichen Angriff ausführen. Okay, immer? Ja. Ist ja auch mega. Hatte die nicht auch diese Gestalt, die sowieso zweimal zuhauen konnte? Ja, das ändern wir jetzt alles nochmal. Das ist ja. Ich glaube, das konnte sie vorher halt, weil sie es schon vorher gelevelt hatte. Ich glaube, das wird es gewesen sein. Nee, ich meine, bei Halsen war das doch so. Der war doch ein Bär oder sowas und dann konnte der doch auch zweimal angreifen. Ja, aber ich glaube, das ist die gleiche Fähigkeit. Das Unkraut aus dem Boden schießen, um den Bereich zu ersticken. Die Bewegungsrate von Kreaturen im Bereich ist auf ein Viertel verringert. Ja, gut. Rotstellen. Resistenz gegen alles Tageslicht. Schneesturm ist nicht so geil. Schutz vor Energie. Nee, wir nehmen Blitz. Auf jeden Fall.
Okay, sie wird was? Sie wird Panther? Und der Eulenbär? Und was ist das? Pilzbefall, lass eine Leiche als schimmelbedeckten Zombie auferstehen. Ja, mega geil! Ah, Pilzbefallladung. Okay, krass. So, auch hier wollen wir nicht das Licht haben. Was nehmen wir da jetzt? Jetzt wird es schwierig langsam. Kann der Schneesturm. Ach, der aber der Schneesturm war auch nicht so cool. Der war richtig. Was ist schon Schild? Schutz vor Energie. Berühre eine Kreatur, um ihre Resistenz gegen Blitz, Feuer, Kälte, Säure oder Schallschaden zu gewähren. Und sie muss sich darauf konzentrieren. Weiß ich nicht. Nee, auch nicht, ne? Nee, eigentlich eher weniger. Können noch Personen bezaubern machen? Dich nicht angreift? Nee. Überzeuge ein Tier, dich nicht anzugreifen? Da kann man dich nicht übernehmen? Machen wir jetzt sie zum Avatar und sie kann Windstoß machen? Habe ich mir auch schon überlegt. Naja, was willst du sonst machen? Ja, keine Ahnung. Pflanzenwachstum, also Bewegungsrate. Das flammende Schwert. Ja, aber eigentlich soll sie sich ja... Naja, okay. Ja, soll ich das Flammenschwert nehmen? Ha. Ja, gut, komm. Oh, was ist das? Ja, warum ist das hier so... So rot. Ach, sie kennt das bereits. Warum kennt sie das? Eine bessere Version dieses Zaubers. What? Warum? Warum kann sie das schon? Ja, ach so, weil sie das jetzt lernt automatisch. Oh, geil. Sie lernt automatisch Plage? Das ist ja krass. Schlingranke. Nehmen wir erstmal weg. Bewegungsfreiheit. Bringe einen Verbündeten aus der Betäubung. Schwieriges Gelände kann das Ziel nicht verlangsamen und das Ziel kann nicht auf magische Weise gelähmt oder festgesetzt werden. Okay. Steinhaut. Halben Schaden. Elementar beschwören. Oh ja, diese Beschwörungssachen waren auch krass, aber. Oh, dann würde ich vielleicht das. Dann würde ich vielleicht das Eismesser auch noch wegnehmen. Das ist nicht so geil. Und dann würde ich auf jeden Fall entweder den Elementar. Oder die Waldkreatur beschwören. Waldkreatur war krass, die konnte auch noch jemanden beschwören, ne? Ja, aber das Element haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja, aber echt nicht? Nee, ich glaube, du hast die Waldkreatur beschwört beim letzten Mal. Tier beherrschen, lass ein Tier an deiner Seite kämpfen. Wann immer es Schaden erleidet, führt es einen Weisheitsrettungswurf gegen die Beherrschung durch. Okay. Eissturm auch krass, da kommen jetzt die krassen Zauber, ne? Feuerwand auch mega. Verwandlung. Also ich würde ihr wahrscheinlich den Eissturm auch noch mit. Ja, gib mir den Eissturm. Ich glaube, wir können ja in der nächsten Runde dann wahrscheinlich die Feuerwand mitnehmen. Ja. Neues Talent. Oh nein, nicht Talent. Okay, jetzt machen wir das Eismesser weg und nehmen die Feuerwand noch mit. Ich hätte den anderen, den Waldkreatur hätte ich aber auch wirklich gerne noch. Wollen wir dieses Verstricken wegnehmen? Ich wollte gerade sagen, was ist das da mit der komischen Peitsche? Das Verstricken. Ja, mach weg. So, Talent. Jetzt wird's schwierig. Was soll die jetzt lernen? Jetzt pass doch mal auf. Sie hat zwei Waffen. Dann kann sie ja vielleicht zwei Waffenkämpfer lernen. Wie, sie hat zwei Waffen? Na, sie hat zwei Säbel dabei. Hat sie das im Inventar oder was? Ja, das ist Teil ihrer Lieferung. Zwei Krummsäbel. Ah. Wo ist denn zwei Waffenkämpfer? Das hier, ne? Du kannst mit zwei Waffen kämpfen, auch wenn sie nicht leicht sind. Du erhältst einen Bonus von +1 auf deine Rüstungsklasse, wenn du in beiden Händen je eine Nahkampfwaffe führst. Du kannst nicht mit zwei schweren Waffen kämpfen. Okay, dann über das, ja? Alter, die kriegt +1 Rüstungsklasse. Oha. Oh, sie kriegt einfach so Todeswolke? Ja, geil. Ist Ansteckung. Vergifte ein Ziel und füge ihm möglicherweise eine Krankheit deiner Wahl zu. Mega. Hä? Elementar beschwören. Hä? Ist das andere?
schwachen Elementarbeschwörung. Ja, dann tauschen wir den schwachen gegen den starken, oder? Ja. Insektenplage. Heuschrecken greifen jeden in Reichweite an, machen den Bereich zu schwierigen Gelände und bewirken, dass Wahrnehmungswürfe im Nachteil sind. Jeden in Reichweite? 18 Meter? Alle? Das heißt wirklich jeden. Aber das trifft uns auch, oder? Ja, ja, wenn da steht jeden, dann meint es auch jeden. Boah, aber das ist ja mega krank. Kannst du mal mitnehmen und vielleicht können wir es benutzen irgendwo. Bindung der Ebenen. Ziele auf eine andersweltliche Kreatur und verbinde ihr Bewusstsein mit deinem. Sie folgt dir und kämpft als dein Verbündeter. Was ist denn eine andersweltliche Kreatur? Ja, ein Celestischer, ein Elementar, eine Fee oder ein Unhold. Steinwand, Massenwundenheilung. Oh, da würde ich... Ah ja, aber Stufe 5 Zauberplatz haben wir nicht so viel. Also eins können wir noch mitnehmen. Insektenplage. Auf geht's. Aber das ist 18 Meter und wir sind davon auch betroffen. Wann soll das denn mal passieren? Keine Ahnung. Das machen wir nicht. Dann würde ich lieber hier noch den schwachen Elementar mitnehmen. Oder die Massenwundheilung. 6 bis 27 an alle. Vielleicht sowas. Falls mal wieder jemand einen Feuerball in uns reinballert oder so. Das war's, ja. So, toll. Jetzt können wir das hier alles noch ordnen. Huch. Guck, jetzt können wir ins Lager gehen und dir alle Ringe reinschmeißen, die wir noch übrig haben. Oh ja. Nochmal zum Lager. Ich muss sie mal kurz auch sortieren. Warte mal. Also das machen wir so. Ich glaube, das lief immer so. Oh, und sie hat keine Fernkampfwaffe auf. Oder? Nee. Hatten wir noch eine Fernkampfwaffe? Can't give up now. Nö. Sie hat keine Draw, oder? Was ist sie denn? Die kann gar keine Fernkampfwaffen benutzen, glaube ich. Halbhoch 11. Nicht? Nee, die kann keine Fernkampfwaffen benutzen. Einfache Waffen. Kriegswaffen. Die kann keine Fernkampfwaffen benutzen? In der Liste ist keine einzige Fernkampfwaffe dabei. Was soll denn der Mist? This ought to be good. Warum kann... Der kannst ein Schild... Nee, ein Schild brauchen wir nicht, weil sich der zwei Waffen. Das ist ja merkwürdig, na gut. Looten kann sie machen. Bogen kann sie machen. So, dann wollen wir mal kurz hier ihr Zeugs hier ordnen vielleicht. Also, meine Maus macht manchmal hier so Sachen. Komm hier jetzt. Gedanken wahrnehmen. Das machen wir mal darüber. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zauber 1, Stufe. Eins, zwei, drei. Das ist ihre Reaktion. Das nervt mich immer, ne? Stufe 2. Stufe 4, das ist auch Stufe 4, ne? Stufe 2, erstmal nach Stufen. Kampfstab oder Knüppel erforderlich, das kann die gar nicht machen. Dein Stab oder Knüppel wird magisch, er bewirkt 4 bis... Na gut. Stufe 3. 1. 2. Warte, wenn das 3 ist. Ja, ne, wir müssen 1 und 2 auf eine Linie. Wir machen die. So, 1 und Dings. Das ist 2, das ist 3, 2, 2,
2, 4. Das ist immer. Ist das bei ihr kleiner hier irgendwie? Ein Ritual. Dornpeitsche ist bei ihr auch normal. Pilzbefall. Zauber 4. Für 2. Für 4. Stufe 5. Machen wir mal dahin kurz. Mega krank. Also 0, 0, 0. 1, 3. 2, 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3. 4, 4, 4, 4, 4. Und das ist alles 5. Das basteln wir jetzt hier irgendwie mit rein. So, dann hat sie ihren Pilzbefall. Was ist das hier noch? Stufe 1. Dann tauschen wir die beiden. Okay, das ist Beschwören. Gasförmige Gestalt. Klingt auch total wild. Verwirrung. Pilzbefall noch, dann macht sie das hier noch. Und das. So, dann schieben wir das noch eins darüber. Okay, dann haben wir sie jetzt geordnet. Alles schick, alles schön. Okay, was kriegt die jetzt? Ab in die Kiste. Resistenz gegen Giftschaden und ein Ring aus einem magischen Ringpaar. Warte mal, was hatten wir? Was hatte ich hier noch im Inventar? Was wir loswerden wollten? Grüne Farben? Oh, hat sie nicht irgendwas, was erhält? Sie hat doch diesen Mondstrahl. Ja. Ja, dann kriegt sie hier eine. Oh, was habe ich jetzt denn gemacht? Meine Maus spackt manchmal. So, sie kriegt das da. Und dann kriegt sie Resistenz gegen Giftschwaden, oder? So, bitteschön. Handschuhe? Hat sie Handschuhe? Nee, sie hat gar nichts. Ja, normale halt, die nichts können. So, hat sie Säureschaden? Nein. Nee, ich glaube nicht. Schade. Deine Zauber-Fernkampfangriffe werden als Zauber-Nahkampfangriffe ausgeführt. Dann macht sie das. Weil sie ja auch im Nahkampf ist. Richtig? Ja. Oh, was hat das jetzt gemacht? Hä, was macht denn das? Ach so, hier kommt dieses Dings dazu. Okay, das geht dann hier weg. So, und das war's ja schon, was wir mit ihr machen können, ne? Haben wir nicht noch eine Rüstung, irgendwas? Have a lot on my mind. Das ist Kleidung, ja. Das bringt nichts. Das ist schwere so. Rüstung, das kann sie nicht. Ja, nicht so richtig. Wäre das so kann sie nicht? Was kann die denn? Und leichte. Wo steht Rüstung? Leicht, Mittel und Schilde. Ja, dann ist es erstmal so, ne? Wir haben halt nichts. Kann ich auch nicht erinnern. I've got a long road ahead. Mit Arm. Okay, los geht's. Ab ins Schmutzloch. Ich bin gespannt erst mal, was uns da erwartet. Swift as my feet can carry me. So, erstmal halbe Stunde. Hier Dings. Oh, warte mal, lass uns mal kurz gucken, wo man hier runterklettern konnte noch. Muss es doch irgendwo hier auf diesen Balkon gehen. Also von unten ging es nicht. Es kann ja nicht sein, dass man da nur hochschweben kann, oder? Das wäre ja richtig dumm. Na, anscheinend schon. Meinst du? Aber da unten liegen auch noch Sachen so. Geh mal kurz hier rüber noch. Hä, meinst du wirklich? Hier führt nirgendwo irgendwas runter. Anything of use?
fliegt die ganze Zeit mit der Kamera rum. Was, du fliegst mit der Kamera rum? Ich flieg mit der Kamera um den Turm rum. Ja, ich auch. Und hier ist nirgendwo irgendwas. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass das der einzige Weg ist, da hinzukommen, indem man... Da ist aber auch eine Tür irgendwo. Ich möchte mal ganz kurz nochmal... Was ist denn das? Achso. Ich gehe mal nochmal ganz kurz hier durch. Durch die Metalltür. Das dürfte ja nichts machen, oder? Ja, jetzt bin ich wieder hier. So, und hier kann sie jetzt nicht... Das ist natürlich jetzt richtig doof. Ich sehe da unten irgendwo eine Tür. Ja, das muss ja hier noch so eine Zwischenetage sein. Irgendwie muss man hier hochklettern können. Aber wie? Soll das gehen? Ja, das durch wissen? Dieses Ding da. Welches Ding denn? Wo du durchgeflogen bist. Ja, aber das kann ja nicht der offizielle Weg sein, oder? Na, anscheinend ja schon. Dann gehe ich mich da jetzt umgucken. Toll, jetzt kann ich mich nicht hier. Mann, ich komme nicht auf die Ebene drauf jetzt. Oh nein, bei mir ist der Boden weg. Oh, weil er den Turm gesprengt hat, bestimmt. Da kam dieser Tentakel raus, oder? Ne, jetzt sehe ich es. Moment. Okay, jetzt schnell verwandeln. Omni-Ami. Und jetzt, hier los. Kann ja noch nicht der offizielle Weg sein hier. Das ist ja Wahnsinn. Da ist auch noch eine Tür irgendwie. Ich würde mal meinen Helm wechseln. Hey, warum kann ich das jetzt nicht mehr erreichen? Das habe ich doch gerade. Okay, hinter den. Oh. Oh, guck, wo ich jetzt bin. Oh, vielleicht kommen wir da gleich erst hin, wenn wir in diesen Turm reinklettern. Ich bin im Turm, ey, das mal. Hier gibt's Spinnenweben. Okay, das ist ja wild. Der Dachboden. Ja, hä, das ist ja mega komisch. Okay. Omni-Amni, ich sag's dir. Oh, hier sind Skelette. Wir haben Messerchen dabei. Knochen? Konnte man dieses heilige Feuer hier ausmachen eigentlich? Ja, ich glaube, wir haben es nicht ausprobiert. Man kann. Yes, we can. Hier muss doch aber was Krasses noch geben, oder? Nee, ich glaub nicht. Das wäre ja mega scheiße. Galatius. Kann ich hier jetzt lang? Kann ich hier rüberspringen? Nee, hier ist Ende, oder? Da ist so ein Ding um den Turm rum. Ding um den Turm? Da sind so Holzplatten um den Turm. Ah, hier. Stehst. Oh, wow. Hey, gut gesehen. Vielleicht finde ich jetzt den offiziellen Weg. Mhm. Ah, hier kann man leitern. Aha. Erstmal, ich glaube, ich habe was entdeckt. Okay, vielleicht könnte man von hier hinspringen. Ja, warte mal, waren wir da nicht schon mal? Hier waren wir schon mal, ja. Das hier in dem... Ja, das ist da, wo der Mann sein Zimmer hat. Ja, genau. Wo die Tür der Verzweiflung war. Genau. Aber wenn ich jetzt hier runterspringe, dann bin ich liegend. Aber ist ja erstmal... Ja, brauchst du ja auch nicht da runterspringen. Ich mache jetzt die Verwanderung und dann laufe ich, weil da muss ich nicht wieder hochklettern. Omni-Amni.
So, ne? Hier zum Beispiel, guck mal, jetzt ist es nämlich auch so, ich bin verwandelt in was anderes, setze die andere Krone auf und bleibe verwandelt. Deswegen wäre ich da nicht von ausgegangen, dass das, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, ich sag dir auch, ich wäre nicht davon ausgegangen, dass das sich wieder auflöst, das Skelett. Schon frech. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich jetzt wieder zu dir komme, warte. Ja, du bist auf der Ebene, wo die Stahltür ist. Ja, ja, ich muss nur die Stahltür finden. Stahltür? Nee. Wo ging's denn rein? Ah, hier. Da. Okay, los geht's. Okay, let's go. Ab in den Turm. Und ich will nicht der komische Mann sein. Alice, mal, bist du ready, um mit mir gemeinsam in das Loch der Schande zu gehen? Das sieht richtig, richtig schlimm aus. Weißt du, du stürzt dich in so ein Netz voller schleimiger Fleischmasse. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Okay, er hat automatisch gespeichert. Los geht's. Du blickst in das Loch, das entstand, als der Tentakel Catherick in die Dunkelheit zog. Wirst du ihm hinterher springen? Ja. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. Ja, auch noch so Fliegen sind. Ja, voll widerlich. Was machen diese Fliegen da eigentlich? Oh, das muss so stinken da. Und sie springt einfach da rein. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. Jetzt müssten wir ja da sein, wo wir nicht hingekommen sind, oder? Ja. Warte. Ah ja. Ah ja, guck mal, hier waren wir schon. Da war Wohlbrenn. Und hier kamen wir nicht durch. Hier ist irgendwie so eine komische Wand. Und da sind wir jetzt auf der anderen. Neue Journaleinträge. Ja, was sagt es uns? Irgendwas bei Rette den Großherzog. Die Klinge der Grenzen, was ja der Großherzog ist. Und dann natürlich noch infiltriere die Türme des Mondausgangs, jetzt abgeschlossen. Mhm. Dafür haben wir jetzt besiege Catherick Form. Durchsuche die Kolonie nach Catherick. Okay. Evakuiere, hat hier jemand gesagt. Jemand Unsichtbares. Was, hier ist jemand Unsichtbares? Keine Ahnung, hinter mir stand plötzlich in der Luft evakuieren. Ist das ein Roboter? Ist der Elitide eigentlich ein Roboter? So, that's progress. Das hat sich so, ist, keine Ahnung, eigentlich nach Kujanki angehört oder so. Oh, die Göttin? Ach nein, nicht die schon wieder. Magst du die Membran zerstören? No. Descend, assemble. Abstieg. Versammeln. Need to find a way forward. Hast du es auch gehört? Die ja. Stimme? Aber es klingt sehr robotisch. Ich glaube, tread carefully. Oh, guck da, da. We are very close to the source of the absolute now. Oh, aber nicht ihn töten. That telepathic storm has become a tempest. Ich mag das ihn. Ist bestimmt hier der Kano Elitiden Gott oder so, der uns in den Kopf spricht. Oh. Es sieht aber voll fancy aus hier. Oh, guck mal, ein Anusloch. Oh mein Gott, ich muss speichern. Oh, ich bin so aufgeregt. Damals, so wie auf dem Raumschiff, das Loch. Die Tür aus Fleisch. Ja, wollen wir da reingehen? In die Tür aus Fleisch? Das andere sieht irgendwie aus, als wenn man da weiter kann. Nee, das andere ist andersrum, ist die Sackgasse, glaube ich. Hä, sicher? Also, wenn ich auf die Map. Ach nee, warte, das ist. Ich hab falsch rum drauf geguckt. Ja, ich mach das mit der Karte. Wer ist er denn? Der Hacker! Der hackfleischhackende Hacker? Der ist es! Oh mein Gott, der hackfleischhackende hassende Hacker. Der hackfleischhassende Hacker. Ich glaube, so hieß er, der hackfleischhassende Hacker. Hieß er nicht der hackfleischhackende Hacker? Nee, ich glaube, der hackfleischhassende Hacker. Der hasst Hackfleisch? Jetzt muss ich ja schon fast googeln. Muss ich ja schon fast die Möbel mir Ja, Möke. Hacker!
No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. Or you could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Ja, natürlich das, oder? Ja, rein in seinen Kopf. Was ist das hier? Soll ich ihn erstmal fragen? Ich glaube, da kommt keine Antwort. Ich muss euren Meister finden, Catherick. Catherick, ist der Meister? Ja, was ist das hier? Der Meister. No, sorry. Here. They become. Mega geil. Ach so, es ist der Hackfleisch-hassende Hacker. Hackfleisch-hassend, ja? Ja, ist der. Okay, schön, dass wir das geklärt haben. Hacker. Was werden? Part of one mind. Four little feet dancing to same song. With a lurch, you realize he means the intellect devourers. Here, the brains are harvested, made part of the hive mind. But there is one. Little Kitty dances to another song, same song as you. Der weiß das. Meint er unseren Freund? Oh, ich dachte, er meint uns. Aus dem Raumschiff, das Gehirn. Oh, den wir da rausgemacht haben? Der dann. Oh ja, ja, stimmt. Folge 2 war es doch, die Gehirnextraktion. Ja, mega gut. Was habt ihr mit all den Leuten gemacht? Wo finde ich dieses Kätzchen? Aber meint er nicht uns vielleicht, dass wir anders sind? Nee, nee, nee. Der sagt ja, die Kätzchen hier, die haben 4 Beine. Und er sagt ja, dieses Kätzchen, was anders ist, das hört dasselbe Lied wie wir. Also kann er nicht uns meinen. Ah. Was ist eigentlich mit dem passiert? Na, die haben dem auch so einen Wurm eingesetzt. Nee, in unserem kleinen Kätzchen, meine ich. Hat das mitgekämpft in dem. In dem. Achso, du meinst das richtige Kätzchen? So? Dieser komische. Nein, hier der. Unser kleiner Gehirnfreund aus Folge 2. Na, der was ist mit dem geworden? Den haben wir im Raumschiffabsturz verloren. Achso. Vielleicht ist der hier. Ja, meine ich ja, vielleicht ist der hier. Den haben wir damals verloren, vielleicht ist er jetzt hier. Oh, vielleicht kriegen wir den als Begleiter. Das wäre krass. Das wäre richtig krass, das wäre insane. Wenn das von bis da, jetzt 70 Stunden später, jetzt unser Freund wird, das wäre ja mega. Was habt ihr mit all den Leuten gemacht? Chop, chop. Help them. Become. Wie finde ich dieses Kätzchen? Locked up. Bad kitty. Thinks it is other. Wir müssen es finden. Ich will das haben. Wir müssen eure Meister. Warum schicke ich euch nicht zu einem. Nee. Achso, soll ich ihn fragen? Aber ja, wir fragen doch mal, wo wir ihn finden. Master. Down. Deep. One of three. One of three. Oh. Stimmt, wir hatten schon mal so eine Story, ne? Dass der. Sehr so der. Diese Vision damals von den drei Auserwählten, der Absoluten. Ja, die Absolute wird beschützt von drei Besonderen und einer, genau, drei Auserwählten und er ist einer davon? Ja, ja, anscheinend. Okay, in seinen Gedanken eindringen, ja, ne? Können ihn. Wir wollen wissen, was er weiß. Pliant as well-worn boots, his mind turns to his work. Chop, cut, sort, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free the squirming tadpoles. The unworthy ones given over to the illithids to become. Okay, wir lassen ihn aber am Leben, oder? Wir sind recht schaffen gute. Wir fragen ihn ja nur, warum wir ihn nicht töten sollen. Ja, ja. Tu wieder. Guck mal, da ist es doch. Wo? Ass, das ist doch der aus Folge 2. Oh, zwei. Wirklich? Den will gesagt, ich haben. Sein Name ist uns. Also ich würde erstmal hier gerne alles einsammeln. Und dann retten wir den, oder? Ja, ich weiß schon. Das ist ja wohl unser Freund. Den müssen wir mitnehmen.
wie er da im Hintergrund sagt, Job, Job, Job. Wie er alles sagt. Er ist ja mega krass drauf. Er ist der Hackfleischhassende Zahacker. Aber richtig. Mega geil. Ja, wie geil. Willst du ein Hackbeil haben? Ah, guck mal. Ach, den haben wir auch gesehen hier durch die Wand. Das ist der. Ja, guck mal, ich habe eine Regelliste. Steht drauf. It's even bigger up close. Aha. Eine Liste in der sorgfältigen Schrift eines Kindes. Bestimmte Wörter sind unterstrichen, wohl als Hilfe, um sich besser an sie zu erinnern. Lehrerregeln. Im Wagen des Lehrers fahren, weg von den Soldaten. Dem Führer nicht in die Augen schauen. Immer im Licht bleiben. Immer im Licht bleiben. Immer im Licht bleiben. Okay. Ja, Us, also Ass nehmen wir mit auf jeden Fall. Also den lassen wir nicht hier. Ist ja unser Freund. Achso, Lederhandschuhe. Warum sind die so gelb hinterlegt? Das sieht ja mega krass aus. Keine Ahnung. Wie wenn sie verzaubert werden, aber sie können nichts. Ja, ich geb die. Achso, hat Shaiva jetzt Handschuhe? Ja. Ah, Mist. Gibt's hier noch was cooles? Oh, wir können den Helm. Kannst du dir einen anpassbaren Stahlhelm geben? Ich geb ihm erstmal einen königlichen Helm. Nein. Meine Maus spackt rum. Warum macht die das? Also, die kriegt jetzt hier erstmal einen goldglänzende königlichen Wappen. Ja, es sieht schon mal richtig gut aus. Helm. Ja, ja. Nee, sie kriegt den. Definitiv. Das ist ja voll ihr Ding. Ich sehe das schon. Ja, der Rest ist nicht so geil, ne? Oh, goldglänzender Wappenhelm. Hä? Das ist auch krass. Warte mal, wir gucken mal. Oh, ist auch krass. Aber der Königliche ist ja das Upgrade von dem anderen. Ja, wir nehmen das. Ja, okay, Upgrade. Upgrade reingesteckt in die Alter, ey. Mega. Was hat sich verjüngendes Miasma? Verjüngendes Miasma? Hier gibt es auf jeden Fall irgendwie so ein Ding, was man berühren kann. Ich würde das mal antatschen. Oh, hier braucht man keine Leichen für Tote beleben in dem Bereich hier. Oh, wo steht das? Ja, das steht bei verjüngendes Miasma. Oh! Oh, cool. Ich würde mal das Ding hier anfassen. Da kommt so. Oh. Der Leichnam. Oh, geil. Let's see. Kann ich noch eins haben? Steel loves meat. It sings. Chop. Ja, show them how it's done. Die kann doch hier Leichen Tote beleben, oder? Machen wir das? Stufe 3, Zauberplatz. Hier, mach doch mal. Oh, die kann hier. Oh, die kann andere Sachen auch noch. Hä? Ey, das ist mal wie krass. Was kann die alles? Die kann einen fliegenden Ghoul machen. Erzeugt einen fliegenden Ghoul, der auf Fernkampf spezialisiert ist. Die kann einen normalen Ghoul machen. Das ist Stufe 5 Zauber? Oder wie? Boah, what? Okay, ab Stufe 5 gibt es nochmal andere. Ah, Stufe 5 würde ich den jetzt nicht machen. Sie kann einen Nahkampf-Ghoul machen, kann ein Skelett machen und ein Zombie. Wir machen ein Skelett, ne? Down. Just like that. Oh, 19 hat es. Oh, du auch. Ja, mega geil. Let's move. Was ist mit Kratzi Schmatzi? Den wollen wir auch haben, ne? Expectura! Wie sie mal abgeht. Mega. Hey, mega geil, oder? Die Armee sammelt sich. So, und jetzt sage ich ihm, wir sollen. Nee, wir machen den Käfig einfach auf und. Oh, ich muss nochmal speichern. Ich bin so aufgeregt. Sprich doch erst mit ihm, bevor wir ihn befreien. Mit dem Ass? Komm ich da ran? Ah. Friend, you found the helm! We remember you well. You saved us once. Perhaps you can do it again? Ja. They are not kind to us here. We are different, they say, aberrant. They wish to repurpose us, destroy what they cannot fix. Please, help us escape harm. Auf jeden Fall. So, die Stimme finde ich echt anstrengend, aber wir müssen. Ist egal, haben. Aber das Ding ist ja, das müssen wir haben. Er hat irgendwas von dem Helm gesagt. Der Helm, das ist ja, das war die Brücke von dem Raumschiff. Der Helm war die Brücke von dem Raumschiff? Ja, das war der Name, der Helm. Ah, okay. Ich befreie euch. Oh, thank you.
are a good friend. No more. Rescuer! Hör auf, das Ding. Ist verschlossen, krieg ich nicht auf. Kannst du es kaputt machen? Ja, aber das ist böse. Aber nicht das. Ja, ist egal, wir holen das Ding da raus. Die werden uns alle angreifen, ne? Ja, was können die denn? Sind. Oh wow, die haben 21 Leben. No! No touch! It is wrong. Other. Wir sind gleich, es gehört zu mir. Das ist mir! Gib den her. It sings wrong song, but same song as you. Sing other song together then, but away from here. Okay. Warte mal. Kann ich du kannst es jetzt aufmachen, wir haben Schlüssel. Wirklich? Ja. But perils remain, near and far. Better to stay together. You and us, we will remain with you. Call us, and we will be at your side. Ja. Puff, und weg ist es. So, jetzt habe ich hier Gegenstand dafür, oder was? Beschwöre uns. Bis zu lang rast. Kann ich das jetzt immer wieder beschwören? Das wäre mega krank. Das weiß ich nicht. Das ist immer schwer zu sagen, ob es ein Verbrauchsgegenstand ist oder ein magisches Item. Ich will das haben. Okay, nice. Okay, ja, geil. Tja, meh. So, da oben geht's zu Rette Sariels Besitz vor dem Turm des Mondaufgangs. Was ist das? Catherick Thorn. Hä? Ah, ich glaube, wir müssen helfen. Oben geht's nur in die Nebenreich und hier geht's weiter. Okay, wir gehen ins Nebensdings. Warum auch immer die Nebenquest größer markiert ist als hier. Oh, Ast beschwören. Ah ja, pass mal auf, jetzt habe ich hier den. Jetzt habe ich hier das Ding. Ah, okay, ich kann das einfach. Dann brauche ich den nicht hier drin. Einmal pro kurze Rast kann ich das machen. Und er bleibt bis zur langen Rast. Ja. Das ist ein Zaubertrick jetzt, den ich kann. Ja, irgendwer spricht hier zu uns. Also, ich habe immer. Ich. Soll ich das holen? Ja, mach mal. 55 HP hat der. Was kann der? Oh, der kann Sachen. Intellektverschlinger. Verzehre den Verstand einer Kreatur, wenn ihre Intelligenz unter 4 liegt. Ja, wie soll man das? Oh, da wird's jetzt spannend hier endlich mit Malus und so auf Intelligenz und so. Leiden sie Schaden und wird betäubt. Weil das Mindeste, was man haben kann, ist 8, ne? Also standardmäßig. Als Mensch. Vielleicht. Gibt's jemand? Nee. Als Kreatur hast du weniger Intellekt. Ach so, ja, okay. Ja, das kann sein. Und synaptische Entladung. 5 bis 26. Stoße eine Welle telepathischer Energie aus. What? Hey, mega krass. Was kann ich hier? Ja, wir machen everything. Assemble. Ja, was hat er denn? Runenscheibe will ich haben. Eine Reihe von Punkten und unterbrochenen Linien. Okay, Morse. Einträge in einer Sprache, die du nicht lesen kannst und trotzdem erahnst du die Bedeutung. Ein unscharfer Wirbel aus Lärm und Schmerzen, gefiltert durch einen neugeborenen Hochverstand. Frisch aus dem Lüpfbecken herausgestolpert. Das Älteste erwacht. Das Älteste ist neu geboren. Aber etwas stimmt nicht. Tief in der Dunkelheit, in der das Älteste sich rührt, bewegt sich auch etwas anderes. Drei leuchtende Lichter, die nach Schmerz schmecken. Okay. Ich glaube, das ist auch hier. Okay, kannst du das nochmal lernen? Vielleicht hast du bessere Arcane gefunden. Nee. Dann liest sie das hier nochmal. Hm. Kann Inissa das nochmal lesen? Ja gut, wir sind halt strunzdumm. Also ich, aber die sind strunzdumm, ich nicht.
die drei Lichter, das sind bestimmt die drei Auserwählten. Oh, du bist ja wirklich so clever. So, was ist hier? Wir können schon mal Peak. Ah, okay, du willst schon öffnen? Okay. Na, hier ist das Zeug, was wir holen sollen. Das Larvenzentrum. Das Larvenzentrum. Oh mein Gott. Flayers and civilians. Side by side. Ich kann Sachen berühren. Ich will Sachen berühren. Warte. Lass uns erstmal umgucken, bevor wir irgendwas anfassen. Lass uns erstmal gucken, was hier abgeht, bevor wir irgendwas anfassen. Da ist der Neuralapparat. Der Neuralapparat? Wo hast du denn das gesehen? Ja, hier vorne gibt's auch. Nee, was ist das? Hier, der Neuralapparat. Ja. Aber guck mal, hier ist noch so ein Becken auch. Warte, lass uns mal ganz kurz hier gucken gehen. Oh, das Schleimbecken. Gedankenschilder. Oh, hier sind Gedankenschilderkapseln. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. Lox, möchtest du dich nochmal in der Kapsel setzen am Anfang? Naja, ja. Doch, fände ich schon eigentlich ganz geil. That pod. Alles belegt. By Grazit's cock, it's about time you came. Oh. Was? Was? Warum sagt sie bei Grazit's Pimmel? Das weiß sowas? Ich auch nicht. Was? Hä? Wie sauer ist die Teufelin, die wir retten sollen? Was? Die muss. Ja, muss sie selber retten, oder was? Wie sauer? Ihr seid die Teufelin, die Will für euch retten soll? Ich dachte, you'd have figured it out by now. Now, enough sniffing around and get me out of this thing. Was? And I'll let Will off his leash. A devil always keeps her promises. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has two devices marked with a lithid symbol. The controls are open to your tadpole's command. To your authority. Oh nein, die rote Kapsel, die blaue Kapsel. Jetzt landen wir gleich in der Matrix. Oh nein. Also der rote Knopf ist bestimmt, wir pflanzen hier so ein Ding ein und der blaue Knopf ist, wir lassen sie raus oder so. Ja, aber vielleicht denken die, dass wir so denken und haben das extra andersrum gemacht. Vielleicht denken sie auch, dass die Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken, die wir denken sind. Und das denken wir dann. Okay, wir sollen es erstmal untersuchen. Das Gerät auf der linken Seite untersuchen. The symbol's meaning comes into focus. Auslöschen. Annihilate. Gott sei Dank kann ich das. Auf der rechten Seite? You decipher the symbol. It's an illithid sigil, meaning unleash. Entfesseln. Vielleicht heißt entfesseln, aber auch, dass wir den Wurm entfesseln. Dein Verstand mit dem Annihilieren. Gerät verbinden. Annihilieren hört sich nicht. Ich kann es auch einfach treten. Da bin ich aber nicht gut drin. Was mache ich denn jetzt, Alice? Mal? Soll ich es annihilieren? Was heißt annihilieren? Auslöschen, hat sie gesagt. Auslöschen. Ja, soll ich es auslöschen oder soll ich es auslösen? Wir haben gespeichert. Also wir. Laden auf jeden Fall, wenn wir die da nicht rauskriegen, richtig? Was? Wir laden auf jeden Fall, wenn wir die da nicht rauskriegen. Ja, wir wollen sie jetzt da rausholen, ja. Ja, mach ich auslösen, ja? Ich glaube, auslösen müsste das Richtige sein. Aha. Good work. I'd give you a gold star, but I'm fresh. As for the pact, Clause Z, Section 13. If the soul binder consents to separation, she will release the soul bearer from all obligation within 6 months. Spinnt's ja wohl. The limpet clings on. Young Will had parasite problems well before the tadpole, it seems. Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you.
Oh. Ein ganzes halbes Jahr? Ihr beliebt zu scherzen. Na, Mäusekind. Mit den Schultern zucken. 6 Monate sind keine allzu lange Zeit. Euer Hexenmeister macht mehr Ärger als verwertet. Ein ganzes halbes Jahr? Spinnst du wohl? Dead serious. Don't let the smile fool you. Right. I'm out of here. I need a long bath. I'll leave you to your very serious business. But don't you fret. If you survive this place, I'll find you. The pup will be needing me. Count on it. Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Ta-ta. 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 Okay, das war aber wild. Das war auch ziemlich random, fand ich jetzt. Was macht mich sauer denn hier in dem... Also das... Ja, wahrscheinlich hat der Tentakel sie irgendwo eingesammelt. Ja, aber die Teufelin und dann... Oh, guck mal hier, du kannst die Brühepfütze anspatzen. Was? Oh, ja, geil. Seems simple enough. No tadpoles in this brine pool. Nee, kann ich nicht. There's a parasite nearby. You should take a closer look. Okay. Und no more tadpoles in here. Ja, kannst du jetzt was machen? Wonder what happened to them. No more tadpoles in here. Der hat gesagt, in der Nähe muss eine Larve sein. Wir haben auch wieder 10 Stück, ne? Aufgeschobene Ceramophose. Don't mind if I do. Ja. Mhm. Vielleicht können wir Jahiva so eine Larve reinmachen. Ne, die hat keiner. Hm. Na gut, dann drücken wir Knöpfe vorne, oder? Geht's auch noch irgendwo rum, wieder im Kreis. Ja, aber da geht's dann weiter. Ich hasse diese Kreise immer. Also zuerst den Horrorapparat? Warte mal. Ja. Gönn dir mal den Neuralapparat. Nein. Gönn dir mal eine Fahrt. Your tadpole forms a telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods. Those not yet infected, not yet elithid, terrified, desperate to escape. The device is open to your tadpole's command, to your authority. Jetzt weiß ich endlich, was die mit der Larve bezweckt haben. Wir haben jetzt eingebautes Bluetooth. Ja, die Bluetooth-Larve. Das ist wie Neuralink, der Chip im Kopf. Ja, wir haben Neuralink jetzt. Bluetooth-Connector ist mit dem Connector. Ihr Bluetooth-Device ist now connected. Also, ich würde sagen, wir lassen die Kapsel in Ruhe und fingern die anderen Sachen mal kurz an, oder? Ja. Wir gucken uns erstmal das hier an. Also, können wir sehen, wer da drin ist? Ja. Hier ist ein Editite drin. Da die ist Grünen kein sind Editite. Die und die Roten sind. Nee, nicht so ganz. Der erste Grüne hier ist ein Elitide. Der hier ist kein Elitide. Ja, das ist hier noch ein Mann. Das ist der Zarya. Nee, das ist der Typ da. Zevlor. Zevlor, genau, so hieß der. Ja, dann holen wir den da raus. Ruhe das mal. Den einzeln raus? Dann ist sich an die zerbrochenen Fenster. The shattered windows of Alterel's High Cathedral. The burning black sky of Avernus. Oh, das ist ein Gedankenzugang. In its horror, the blood war unites you. The device releases a stream of alpha-like huddle behind the shields of your paladin. Ah, die roten sind leer. Erzähl doch alle gleichzeitig am besten. Disunity. Delirium. Mania. The returned city casts your people out. Also, ich wette, wenn wir die da rauslassen, drag them down to hell. Was erzählt die denn jetzt hier alles? Also ich würde sagen, wir sollten uns vielleicht so aufstellen, dass wir vor die Elititenkammern kommen. Weil die Elititen werden wir... Läutern.
Was? Ah, ich glaube, wir können jetzt aussuchen, ob wir die einfach alle rauslassen oder ob wir in die, die noch keine Larve haben, die Larve reinmachen. Ja, beziehungsweise ob wir die alle töten irgendwie. Nee, ich glaube... Also ich würde sagen, wir stellen uns mal jeder einer vor eine Gedankenschinderkapsel. Und dann drücke ich hier den Knopf. Jetzt nach vorne. Still some way to go. So, hier kommt ein Gedankenschinder raus. Zack. So. Da ist ein Gedankenschinder. Hier hinten ist auch noch einer, ne? Hier muss noch jemand hin. Ja, ich stehe schon an einer und Elissa steht auch schon an einer. Ja, bin ja hier vorne am Knopf, also was? Bin ja hier vorne schon. Die hintere war das, ne? Ja. Okay, dann lasse ich die jetzt alle raus, oder was? Ja. Ich muss nochmal speichern. You connect to the device and gain control of the pods and the fate of their occupants. The device is open to your tadpole's command. Ja, wissen wir. To your authority. Finde Maul. Finde Zevlor. Oh, das fanden die Gedankenschinderwesen gar nicht lustig. Skelette zuerst dran sind. Oh, die Gehirne fanden es auch alle nicht so lustig. Ja, vielleicht hätten wir die vorher töten sollen. Die sind bei Rettungswürfen gegen Zauber im Vorteil. Die Gehirne, oder was? Nein, die Gedankenschinder. Ist er? Ach, der ist da hinten auch noch. Oh Gott, die... Vielleicht war das nicht so clever, das so zu machen. Naja. Ich glaube nicht. Jetzt sind wir drin. Mhm. Enough! My mind is my own! Alter, Zevlor! Okay. Also was jetzt? Wenn ihre Intelligenz unter 4 liegt. Untersuchen, wie intelligent ist denn das? 12. Achso, das sind Gehirne, natürlich sind die. Aber wer hat denn eine Intelligenz von... Der hat Intelligenz 19? Tiere oder so, die sind nicht so intelligent. So, das hier sorgt dafür... Einmal pro Zug kann er das machen. Alter. Der hat das Geblitzdingst. Geblitzdingst, oh mein Gott. Ah, es ist auf unserer Seite. Eliminate. Hä? Tentakelpeitsche. Die spinnen ja wohl. Okay, die sind aber krass drauf. Ja, der ist als nächstes, beziehungsweise der. Du stehst gerade auch neben einem, ne? Ja, mach den ruhig weg. Den Gedankenschinder oder was? Ja, denke schon. Ja, oh mein Gott. Boah, Alter, Doppelkrit. Der ist zwar natürlich insane jetzt. Das war insane. Dodge. Da kam die Retourkutsche. Ich muss wieder an den Rand, dass er nicht weg kann. Alter, Zevlor, Alter, der ballert auch rein. Bin betäubt. Katzi, Schmatzi! Ich bin betäubt, das ist überhaupt nicht gut. Alter, 22, oh, krass.
Hä, hey, warum sind sie so dumm? Ich glaube, weil das eigentlich Fernkämpfer sind. So, was mache ich denn nu? Also Prinzessin also, Terra Nova macht schon mal gar nichts. Ja, leider. Was ja nicht gut ist. Wie viel kann der Angriff? 3 bis 8. Wann ist der dran? Da. Naja, bis dahin können wir den völlig down. Okay, solide. So, Jahiwa. You still have time to surrender. Okay, theoretisch den hier. Dann nehmen wir lieber den. Was machen wir mit dem? So. As I'm told. Aus dem Gleichgewicht. Sehr schön. So, was kann das jetzt? Es hat brennend. Also, mal. Das gewechselt werden kann. Wenn die Sphäre brennt, hinterlässt sie eine feurige Oberfläche und schickt Kreaturen und Objekten in der Nähe 2 bis 12 Feuerschaden zu. Und die kann rammen. Ja, dann ramm doch mal. Okay, witzig. Oh, der hat nicht mehr so viel Leben, ne? Kann aber auch nicht weg. Ein Schaden, Hieb oder Waffen. Oh, naja, wenigstens 6, okay. Immerhin. Damit habe ich gerechnet, dass das passiert. Hä? Ah, oh, nice. Okay. Ass ist dran. Hast du ihn? Ja. Ja. Mega. So, wer ist als nächstes dran? Der da? Ne, wir sind hier schon. Gedankenschinderboy. Der ist an Dings dran. Und der ist als nächstes dran. Den würde ich gerne aufhalten. Schade. Hätte krass werden können. Wer den hier? Macht sonst das Skelett kaputt. Angreifen kann ich nicht mehr. Ach, schade. Naja, aber es stehen ja auch noch Leute da rum. Ah, ja, der macht. Der wird sicherlich das Skelett angreifen. Das finde ich bestimmt so. Na toll. Oh. Wie er einfach fliegen kann. Oh, hat er. Gut, sehr gut. Nein, wo springst du denn hin? Warum das? Naja, gut. Von mir aus. Wie auf keinen was machen. Ah, toll, steht da nicht. Oh, auch 15. Ich habe mir nichts gebracht. Wie lange bleibt denn diese Kugel?
10 Züge lang. Ich vermisse irgendwie einen Zauber. Ist die Waldkreatur, das ist ja elementar beschwören. Passt das zusammen oder? Nee. Kann ich nicht auch. Wo sind die, die ich ausgerüstet habe? Sehe ich das irgendwo? Ah, die hier. Ja, habe ich nicht auch leichter Elementar? Nee, die haben wir rausgeschmissen. Oh, shit. Schade. Ja, soll ich noch so eine Waldtante holen oder soll ich irgendwas anders machen? Kannst doch die Waldfrau holen. Wo mach ich denn die hin? Da vielleicht? Ah, oh, okay. Komm ich da dran? Ja, mega. Schade. Oh, Pilzbefall. Aber geht nur zweimal. Also viermal. Oh, als schimmelbedeckten Zombie kann ich auch noch rufen. Alter, die ist ja voll die Beschwörerin. Die Folge ist schon wieder voll die Überlänge, ne? Ja, ich weiß. Aber es war mir ja klar, als wir den Kampf begonnen haben. Ratzi-Schmatzi. Ja, der kommt jetzt natürlich nirgendwo hin. Ah, warte mal, die Kugel. Ah, schade, dass da jetzt die Dryade steht. Aber die kann ausgehen, ne? Ja, dann kann ich den hier angreifen. Ach, oh Gott, den habe ich nicht gesehen. Shit. Ja, dann bleib bei dem. Dann gehen wir an. So. Das habe ich nicht gesehen. So, kratzi schmatzi, mein Schatzi. Kommt er dann ran? Ja. Oh, das ist aber auch widerstandsfähig, dieses blöde Ding. I won't give in. So, was ich jetzt. Wie viel macht das dann? 2 bis 5. 15, 15, wenn wir Glück haben, machen wir so. Mal so. Ja, sehr gut. So ungefähr haben wir uns das vorgestellt. Okay. Kommst du da dran? Schade. Hä, die hat irgendeine Aura, die Vaid. Ja. Oh, alter Schwede. Hä, was für ein krasses Skelett. Okay, der muss auf jeden Fall außerhalb der Reichweite. Was hat die für eine Aura? Passiert manchmal, dass gewechselt werden kann. Verändere das Gelände um dich herum, sodass Verbündete in der Nähe mit Leichtigkeit reisen können. Du und deine Verbündeten seid nicht von Oh, geil. Und die kann gut Beeren essen. Und diesen Dornwuchs kann die auch machen. Die ist auch mega krass, ne? Die bleibt, glaube ich, auch. Ja, die bleibt unendlich lang, bis sie stirbt halt. Oder bis zur langen Rast. Meine Liebe. Alter. So, Zevlor, jetzt du. War's das mit ihm? Ja, mega. Alter, was wir für eine Party haben jetzt.
Das ist ja vollkommen krank. Ass hat den Kampf beendet. Er spricht gar nicht. Höllen, hätte ich nicht gedacht. Ich schulde euch eine Erklärung und noch mehr. Aber bitte zuerst. I owe you an explanation. Okay, ich habe einen Soundbug. Der Überfall sagt mir. The ambush. Tell me they survived. Ihr habt sie im Stich gelassen. Glaubt ihr, ihr hättet das Recht, das zu fragen? What? Hattet ihr im Stich gelassen? Manche andere sind in einer Zelle im Mondaufgang gelandet. Euer Verdienst. Sind aber auch sehr vorwurfsvoll. Sie haben Zuflucht gefunden, aber was bei allen Helden war dort los, Sevlor? Was war los, Sevlor? You've heard some of it, I'm sure. That I froze or broke. Or some other lie that is kind. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god. I would be okay. A paladin again, with a god's purpose. A god's, and all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. Deshalb waren wir so vorwurfsvoll, weil er nichts gemacht hat. Und spackt bei dir der Sound auch rum? Nö. Was? Bei mir redet er ganz normal. Nö, bei mir nur jedes zweite Wort. Ihr hättet keinen Gott gebraucht, ihr hättet nur euren Idealen gerecht werden müssen. Ein Moment lang, bis euch klar wurde, dass eure Belohnung eine Larve wäre. Sie wollten euch offenbar versklaven, das ist nicht eure Schuld. Eure Leute brauchen keinen Paladin. Sie haben sich selbst gerettet. Teilweise. Bitte? Teilweise haben sie sich selbst gerettet. Ah. Ihr hättet keinen Gott gebraucht, ihr hättet euren Idealen gerecht werden müssen. Ja. I fell short of that mark in Avernus. And even so, it was not so bad as this. I won't make excuses. I can't make amends. But I know something of what you came to do. I want to help. If you... Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Wenn wir ihn mitnehmen, stirbt er. Wenn wir ihn mitnehmen, stirbt er, meinte? Ja, es sterben immer alle, die mit uns gehen. Das stimmt ja gar nicht. Es sind immer alle kein Rundfutter. Er soll doch lieber seine Leute retten. Ich könnte eure Klinge im kommenden Kampf brauchen. Sucht eure Leute, sie brauchen euch. Mir egal, was ihr macht. Geht mir nur aus den Augen. Nein, wir brauchen alles, was wir kriegen können. Gott, aber er wird sterben, stimmt. Only if you can trust it won't be buried in your back. The Absolute swayed me once before. I won't risk it happening again. Go, my friend. Please, let me do this much. Ich will gar nicht mit uns mit. Hä? Es ist noch niemand gestorben. Was haben die dabei? Intellekt verschlingert Cerebellum. Was? Dann kann man Elixier der psychischen Resistenz machen. Cerebrillum. Okay, und unsere Party ist auch echt krass jetzt. Wir haben 2, 4, 6 extra Charaktere. Schon wild. Schon wild, was wir hier machen. Something good here, I hope. Sind wir die überhaupt alle aufgestellt? Wo sind denn die anderen jetzt? Ich denke, wir sollten Maul finden. Und das wurde aktualisiert. Sind die jetzt hier noch irgendwo? Na, wir stellen uns erstmal auf, ja. Also du dahin. Wollen wir nicht einfach das Folgende faken? Was meinst du? Nein. Wir cutten. Wir vor allem. Ja, wir. Mhm. Können wir mal aufhören?
würde das gerne hier vernünftig aufstellen. Wonder if the gods are watching me. We will take the city. Every soul made. Katzi Schmatzi. Pass. Schön mit nach vorne. Jahiwa. Schön, sie jetzt alle leuchten. Ja, voll toll. So, Jahiwa. Gehst mal wieder dahin. Wahnsinn! Na, du vielleicht auf die Seite. So! Das ist unsere Party am Ende dieser Folge. Wir bedanken uns. Panzerhandschuh-Jever? Ach so, die rennt hier auch noch rum. Wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht keinen Blödsinn, schreibt uns, grüßt alle Kennen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, BQ Tefan. Bis dann. Das ist unfreundlich. BQ Tefan, bis dann. Nacht, Nacht, Kuss, Kuss. Liebe, Liebe. Nacht, Kuss, Kuss. Liebe, Liebe.